Herzlich willkommen am Sonntag, Misericordias Domini, von der Barmherzigkeit des Herrn will ich singen. Die Barmherzigkeit des Herrn, das ist das Thema für diesen Sonntag, das auch mit dem Bild des guten Hirten sehr gut korrespondiert. Deshalb erinnere ich an ein Wort Jesu aus Johannes 10, da heißt es: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. In diesem Sinne lassen Sie uns unseren Gottesdienst beginnen, wie immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Kraft und unsere Hilfe kommt her von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewiglich hält und der niemals das fahren lässt, was er geschaffen hat. Als erstes Lied werden wir jetzt gemeinsam zu Hause singen können. Ein österliches Lied, Lied Nummer 100 aus dem Gesangbuch. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Ich bete mit uns Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir erkennen im Bild vom guten Hirten, dass du uns damit sagen willst, dass du es bist, der uns sucht, der uns nachgeht, der sich um uns sorgt. Du willst uns helfen, stärken und trösten, wenn wir mit unserem Leben nicht zurechtkommen. Dafür sind wir dir von Herzen dankbar. Aber du lehrst uns auch, dass wir andere Menschen suchen, anderen nachgehen, uns um andere sorgen. Tun wir das, dann folgen wir dir nach. Zeige uns in diesem Gottesdienst auch die rechte Nachfolge. Amen. Wir hören jetzt auf die Schriftlesung. Und die Schriftlesung steht in Johannes 10 und wird uns von Henning Käpple gelesen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen gemeinsam, auch wenn das vielleicht nicht direkt so persönlich hier ist, das nächste Lied. Lied Nummer 612.
Gnade sei mit uns, Friede und Freude von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Im Buch des Propheten Hesekiel heißt es im Kapitel 34, und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esset das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Liebe Gemeinde, ein Text wie in unsere Zeit hineingesprochen. Ich denke, dass die Gefühle vieler Menschen hier deutlich angesprochen werden und dass man auch so zwischen den Zeilen auch spürt, wie aktuell dieser Text eigentlich ist. Denn überall macht sich Unzufriedenheit mit den Regierenden breit. Ob das nun berechtigt ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Nun ist ja jeder Einzelfall anders und pauschalieren halte ich sowieso nicht für gut. Wenn ein Politiker korrupt ist, dann müssen es ja nicht gleich alle sein. Und das ewige Gezerre um Einheit in der Vielfalt, also Bund gegen Länder, was wir in unserem Land im Moment erleben, das übrigens ein ganz alter Hut ist, das Gezerre geht einem ja ganz schön auf die Nerven. Trotzdem gibt es da viele in der Politik, die sich ernsthaft bemühen, also ich denke auch hier keine Pauschalierungen. Auch das Wahlvorgeplänkel, das ist ja nichts Neues, ist ja alle 4 Jahre wieder.
Aber ich glaube, mit vielen sagen zu können, dass es in dieser Zeit eigentlich nicht angebracht ist. Aber scheinbar muss auch das unsere Demokratie aushalten. Und Gott sei Dank sind wir ja Demokraten. Wenn es auch eine Partei hier in Deutschland gibt, die von sich behaupten, keine Demokraten zu sein. Ja, was bleibt denn da noch? Monarchie will keiner und Diktatur? Ein Rückblick auch in unsere Geschichte in Deutschland könnte da sehr heilsam sein. Aber natürlich muss man es auch wollen. Und dann ein solcher Text am Sonntagmorgen, wo es um die Barmherzigkeit Gottes geht. Ein ziemlich straffer Text, ein ziemlich harter Text. Und Gott geht mit den Mächtigen ganz gehörig ins Gericht. Zur Geschichte. Ein paar Sachen habe ich Ihnen mal mitgebracht. Zuerst mal, Hesekiel ist ein Prophet. Sein Name bedeutet, Gott möge stärken. Stärkung hatten die Leute auch nötig, denn Hesekiel spricht zu den Israeliten, die aus dem Exil aus Babylon zurückgekommen sind. Das Land ist ziemlich am Boden. Alles muss neu aufgebaut werden. Auch als Gesellschaft müssen die Leute erstmal wieder zusammenfinden. Offenbar klappt das nicht so gut. Die Hirten Israels, das sind die religiösen Führungspersonen, die aber offenbar auch politisch das Heft in der Hand haben. Ich nehme nun mal an, sie sollen dafür sorgen, dass das, was da ist, allen zugutekommt, dass es gerecht verteilt wird. Dabei geht es vermutlich erstmal um Nahrung. Aber scheinbar wirtschaften diese Mächtigen in die eigenen Taschen. Die Verteilung ist ungerecht. Und Gott lässt Hesekiel nun ausrichten, er selbst, Gott, wird Hirte seines Volkes sein. Und er, Gott, wird für die Menschen sorgen. Also so war das schon früher. Und darüber regt sich Gott natürlich tierisch auf. Und das merkt man auch in seinen ziemlich deutlichen Worten. Aber seine Worte treffen ja nicht nur die Politiker von heute, die Mächtigen von heute, sondern sie treffen uns alle. Denn irgendwo sind wir ja alle mächtig. Aber trifft es uns, trifft es wirklich uns alle? Viele behaupten doch von sich, das kann doch überhaupt nicht sein, wir sind doch ganz anders. Auwe, kann ich da nur sagen, die Solidarität vom Frühjahr 2020, das erlebe ich an vielen Stellen, die ist lange vorbei. Die Geduld der Menschen auch. Und schon geht's wieder rund. Warum diskutieren wir denn über eine Ausgangsbeschränkung? Warum diskutieren wir weiterhin über Maskenpflicht? Warum regen wir uns über Kontaktbeschränkungen auf? Haben wir denn nicht mehr ein Ziel? Normalität unter allen Umständen, mit allen Mitteln? Oder doch nicht Normalität mit Maß und Ziel? Ich glaube, dass wir uns alle wieder ganz neu orientieren müssen, auch an den Sätzen Solidarität. Sie fängt genau da an, wo wir die Not des oder der anderen im Blick haben. Und Freiheit ist eben nur dann Freiheit, wenn sie die Freiheit des anderen nicht einschränkt. Genau da fängt Solidarität doch an. Und genau so sollte es ja schon vor circa 2500 Jahren sein, zu Zeiten des Propheten Hesekiel. 2500 Jahre ist das jetzt schon her, als das Volk Israel nach Hause gekommen ist. Aber genau das Gegenteil trat ein. Deshalb hier an dieser Stelle auch die deutlichen Worte Gottes, nicht nur an die Mächtigen, sondern an uns alle. In seiner Geschichte hat Israel das ja oft erleben müssen. Sie waren ein kleines und ein wehrloses Volk, leichte Beute für mächtige Nachbarn. Das Land hat ihnen selten selbst gehört. Die meiste Zeit mussten sie einen Großteil von dem, was sie erwirtschaftet haben, abgeben, und zwar hauptsächlich von der Ernte. Und in schlechten Jahren sogar Menschen, die dann für die Assyrer oder Babylonier oder wen auch immer Kriegsdienst leisten mussten. Dann wurde Israel Kriegsschauplatz. Jerusalem wurde zerstört. Die Menschen mussten ins Exil.
Dieses Volk hat wirklich Schreckliches mitgemacht, bis in unsere neue Zeit. Und ich stelle mir die Menschen von damals schon richtig traumatisiert vor. Und von den Menschen, die uns hier im Alten Testament vor Augen geführt werden, gibt es ja auch heute mehr als genug, ob es in Syrien ist, ob es im Jemen ist, im Irak oder wo auch immer auf der Welt, wo Herrschende meinen, sie können sich alles erlauben. Genau da schreit Gott auch heute wieder hinein. Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Augen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen, das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und was fett ist, stark behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Das finde ich dann in all der Depression, die sich immer mehr breit machen will, da finde ich genau das, was uns eigentlich auch heute tröstet, dass ich mich auf Gott verlassen kann, der sich einmischt. Wo und wann er will. Heute mischt er sich schon ein, indem er uns alle ermahnt. Denkt mal darüber nach, wo es Menschen schlecht geht. Dann tut auch ihr endlich was und macht es nicht wie in den sozialen Medien, sich nur künstlich aufregen, sondern auch mal selbst anpacken. Das beste Beispiel: Da werden Bilder von verschmutzten Waldwegen fotografiert und gepostet und sich aufgeregt, bis nach München runter. Aber wie wäre es denn, wenn man nach Hause geht, eine Tüte holt, den Dreck wegmacht und gut isst? Das ist ja nur ein einziges Beispiel. Und komme mir bloß keiner damit, dass er dann sagt, es ist ja nicht mein Dreck. Es ist unser aller Dreck. Und vielleicht treffen wir uns dann ja tatsächlich im Wald oder wo auch immer, beim Wegmachen des Mülls und lachen uns an. Dann hat Gott seinen Einfluss geltend gemacht. Packen wir uns also an die berühmte eigene Nase. Und ich glaube, da wird die Welt dann schon wieder ein kleines Stückchen besser. Gott gibt uns mehr Fantasie, wie wir seine mahnenden Worte umsetzen können. Und ich sage mal danke. Danke Gott, dass du unser Hirte bist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Als nächstes Lied können Sie jetzt zu Hause Lied Nummer 358 mitsingen, drei Verse.
Folgendes habe ich Ihnen bekannt zu machen. Beerdigt wurde in unserer Gemeinde Anneliese Petri in der Hubach 25. Sie ist gestorben im Alter von 85 Jahren. Herr, wir sagen immer, sei ihrer Seele gnädig. Ja, aber wir wissen und wir vertrauen auch darauf, dass am Ende unseres Lebens du auf uns wartest, dass du uns in deine gnädigen und barmherzigen Hände nimmst. Lass diesen Gedanken und lass unseren Glauben der Trost sein, der uns hilft, das Sterben auf dieser Erde zu ertragen. Die verstorbene Anneliese Petri befehlen wir in deine gnädigen und barmherzigen Hände. Amen. Die Kollekte, die Sie heute überweisen können, ist bestimmt für die Kirchengemeinde. Die Bankverbindung wird Ihnen gleich noch einmal eingeblendet und Sie können auf jeden Fall sehen, wie und auf welches Konto Sie dann überweisen können. Bitte immer mit der Zweckbestimmung für die Kirchengemeinde. Sollte Ihnen das jetzt zu schnell gewesen sein, Sie können die Bankverbindung auch im Gemeindebrief finden auf der vorletzten Seite. Am nächsten Sonntag ist die Kollekte bestimmt für die evangelische Jugendarbeit in Westfalen. Normalerweise sammeln wir ja im Gottesdienst immer den Klingelbeutel ein und dort werden diakonische Gelder eingesammelt für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde. Sollten Sie uns das auch gerne überweisen wollen, dann tun Sie es bitte auch unter dem Stichwort Klingelbeutel für die Kirchengemeinde. Vielen Dank für Ihre Überweisung. Die geplanten Konfirmationen im Mai 2021 werden auf den 15. August und den 26. September verschoben. Und wir hoffen, dass wir dann mit der Pandemie so einigermaßen durch sind und für die Kinder eine tolle Konfirmation hier gemeinsam feiern können. Lassen Sie uns jetzt das nächste Lied singen aus Lied 560, die Verse, die Ihnen gleich angezeigt werden. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, es ist die gleiche und doch immer wieder neue, nötige und frohmachende gute Nachricht, die wir von dir als unserem Hirten heute gehört haben, dass du uns sehr lieb hast,
dass du uns ernst nimmst und dass du der gute Hirte bist, der für uns sorgt. Das können wir auch gerade in diesen Zeiten eigentlich nicht oft genug hören. Denn oft sind unsere Mutlosigkeit und unsere Verzagtheit, unsere Zweifel und all das, was uns belastet, größer als unser Glaube und Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Wir haben gerade an Ostern wieder gefeiert, dass du das Bedrohende und Beängstigende alles überwunden hast und dass du den Tod besiegt hast. Deshalb hilf uns auch immer wieder daran zu denken, dass wir auch untereinander Hirten sein können, das Licht von Ostern einander weitergeben können, dass wir aneinander und füreinander denken. Zeige du uns dabei auch klar, welche Aufgabe wir übernehmen können, wie und wo du uns gebrauchen kannst. Zeige uns den Menschen, der auf uns wartet, dass wir mal mit ihm telefonieren und ihm damit ein wenig Abwechslung in sein Leben bringen. Lass deine Liebe uns prägen, dass wir nicht uns selbst herausstellen wollen, sondern dass wir anderen Menschen Mut zum Leben geben. Wir denken auch besonders heute an die Menschen, die uns in unserer Partnergemeinde in Satumare noch verbunden sind. Stärke du sie auch in ihren Dingen und in ihren Nöten, in ihren Ängsten und in ihren Sorgen. Wir denken vor dir auch an die, die belastet und beladen sind mit Nöten, die ihnen unlösbar erscheinen. Du weißt, wie tief sie das verwundet und in ihrem Selbstwertgefühl trifft. Wir denken vor dir auch an die, die das Leben innerlich und äußerlich beschädigt hat. Wir denken an die, die im Konkurrenzkampf von Arbeit und Schule nicht mithalten können und darüber zerbrechen. Lass uns für sie zu Hirten, zu Sprechern und Anwälten werden. Hilf uns verändern, was verändert werden kann. Aber hilf du uns auch annehmen, was nicht geändert werden kann. Manchmal stehen wir sehr hilflos da. Aber dann sind wir auch dankbar, dass wir Worte gefunden haben, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne du uns und behüte du uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe du dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Zum Ende des Gottesdienstes können wir noch aus Lied 171 den vierten Vers gemeinsam singen. Danach wünschen wir Ihnen einen gesegneten Sonntag und nächste Woche wird Sie an dieser Stelle Erika Wehn begrüßen. Einen schönen und gesegneten Sonntag.